Hier kommt jetzt die Holo-Nachricht nach dem 5. Orden. Im letzten Part haben wir die Elektro-Arena geschafft. Und was gibt's jetzt? Platan! Wir sollen auf Route 14 oder 15 gehen, ne? Na, alles in Ordnung bei dir? Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Schau einfach im Bistro Flor Delis vorbei. Du weißt, welches Bistro ich meine, oder? Es liegt in einer Seitengasse der Herbstallee, ganz in der Nähe des Prismaturms. Wenn du es nicht finden solltest, dann nimm dir einfach ein Taxi. Bis später. Herbstallee. Kannst du mal drauf anlegen. Du musst auf jeden Fall auch mal ins Pokémon Center. War hier nicht eins? Herbstallee, Herbstallee. Probieren wir mal. Winter. Winter, bist du es? Muss so ein großer Gang sein, oder? Schwer zu sagen. Kann nur so ein kleiner Nebengang sein. Na, wie hoch ist die Trefferquote? Frühling. Eigentlich genau dazwischen. Warte, ich probiere mal die kleinen Gassen. Vielleicht ist dies doch tatsächlich. Nee, das ist Place Verde. Taxi ist so schweineteuer. Das haben wir im letzten Part schon mal benutzt. Weil ich für ein Item wohin wollte. Das hier vielleicht? Hier gibt es gar keine Meldung. Ja, Illumina City, ne? Also, mag manchen gefallen. Ich finde es ja nicht verkehrt, aber man verläuft sich halt des Todes. Ist auch wieder so ein Nebenplatz, oder? Place Jaune. Gut, das muss so eine breitere Gasse sein. Wenn das der Winter war. Na, Sommer oder Herbst? Gut. Café Flor Delis. Gehen wir einfach mal rein. Wir sehen es ja, wenn es richtig ist. Sieht nicht so aus, ne? Wenn mein niedliches Pokémon mich so anlächelt, dann kann ich nicht anders als zurückzulächeln. Und weißt du, was das Beste daran ist? Dass es mein Pokémon total glücklich macht. Und weißt du auch, was dann passiert? Ganz einfach, ich werde auch total glücklich. Wenn das alles ist, was es braucht. Wenn du deinem Pokémon etwas Leckeres geben willst, dann bitte ein Poffli mit Zuckerhäubchen. Warum arbeiten hier immer Kleinstkinder hinter dem Tresen? Das ist nicht das erste Mal. Hast du schon mal ausprobiert, was passiert, wenn man einem Pikachu in die Wange kneift? Nein. Da stehen einem die Haare zu Berge. Wenn du ein Pokémon zum Knuddeln willst, dann brauchst du ein entwickeltes Pokémon. Diese Pokémon haben eine so faszinierende Ausstrahlung von charakterlicher Reife. Wenn du ein flauschiges und süßes Pokémon willst, dann brauchst du ein unentwickeltes Pokémon. Für mich persönlich geht ja nichts über die emotionale Explosivität unentwickelter Pokémon. Ihr seht schon, warum ich nicht absolut jedes Café unter die Lupe nehme. Pokéball-Boutique. Alter, Pokéball-Boutique? Bin schon ein bisschen interessiert. Ich frage mich, ob sich Pokémon in manchen Pokébällen wohler fühlen als in anderen. Angeblich ja, aber wir werden es nie erfahren. Pokébälle sind streng genommen Einwegware. Denn schlägt der Fangversuch fehl, kann derselbe Ball kein zweites Mal eingesetzt werden. Habe ich nie verstanden, ne? Warum das so ist. Genau, so wie ich es liebe, in verschiedene schicke Klamotten zu schlüpfen, würde es den Pokémon wohl auch gefallen, von Zeit zu Zeit die Pokébälle zu wechseln. Kann ich die alle kaufen? Boah! Das ist ja stark, ne? Iderball, Finsterball ist immer schön. Habe ich noch ein paar? Ich habe 11. Netzball, Heilball. Das ist nicht so viel. Dann nehme ich ein paar mit. Premierball. Das ist zu viel. Die sind zu teuer dafür. Ich kann nicht alles ausgeben, Freunde. Also schweineteuer. Ich kann nicht mal in die Boutique für meine Klamotten richtig, ne? Es gibt ja eine, die wir noch nicht abgeklappert haben. So, in der Herbstallee oder in der Seitengasse der Herbstallee hieß es. Ist vielleicht wirklich besser, wenn wir das... Wenn wir das, Taxi nehmen.
Aber vorher probiere ich es einfach. Möglicherweise hier. Ah, hier steht auch ein Rüpel. Ein Café, so rot und schick wie wir. Dort erörtern wir die erforderlichen Maßnahmen, um unserem Traum von einer wunschlos glücklichen Zukunft in die Tat umsetzen zu können. Das bittere schwarze Elixier namens Espresso. Es ist das Öl, das unseren Motor schmiert. Aber der Blaserose. Der Blaserose ist. Da ist eins. Wir gehen einfach mal rein. Ist ja nicht die Herbstallee. Aber hier sind wir richtig. Meine Oma hat immer gesagt, dass auf jede Untat Strafe folgt. Was hat sie immer mit mir geschimpft? Ach ja, meine Oma. Ob es ihr wohl gut geht? Besuch sie doch mal wieder. Was los? Hier sind wir. Ich habe mich gerade angeregt mit Flordelis über die Mega-Entwicklung unterhalten, zu der du Nachforschung anstellst. Man kann dir wirklich nur gratulieren. Ich wünschte, ich könnte wie du die Mega-Entwicklung einsetzen. Du musst wissen, dass Flordelis königliche Vorfahren hat und somit auserwählt ist. Fürwahr, ich bin wohl ein Nachkomme des jüngeren Bruders des Königs. Allerdings reichen die Erzählungen 3000 Jahre zurück und sind somit nur bedingt zuverlässig. Übrigens, Let's Play Markus, weißt du, wo der Hololog entwickelt wird? Also auf jeden Fall von ihm, ne? Aber wo? Hier? Ja, genau, im Labor von Flordelis. Flordelis verdient wahrlich unseren Respekt. Ein Teil der Erlöse steckt er in die Forschungsprojekte, die dem Wohl der Pokémon und Trainer dienen. Menschen lassen sich in zwei Kategorien unterteilen, die, die geben und die, die nehmen. Genauso wie die beiden legendären Pokémon der Kalos-Region Leben, Gaben und Namen. Ich möchte anderen etwas geben, aber auf der Welt gibt es genügend Narren, die ihre Stärke zur Schau stellen wollen, indem sie von anderen nehmen. Diese Menschen sind abscheulich. Deine Verbrecherbande stiehlt dir keine Pokémon? Eigentlich verbinde ich das immer. Team Rocket, Aqua, Magma, Galactic, Flare und hast du nicht gesehen, Plasma, Yell und Star? Die klauen doch alle immer Pokémon. Vor langer Zeit wollte der König von Kalos alles für sich haben, so erschuf er eine schreckliche Waffe. Letzten Endes entfesselte er die Flammen der Zerstörung. So wird es jedenfalls überliefert. The Flames of Disaster. Kennt ihr noch den Iblis Trigger? Ich glaube, erster Iblis Trigger. Aber andere Baustelle. Kalos ist wunderschön, so wie es jetzt ist. Wenn die Zahl der Pokémon und Menschen nicht weiter steigt, gibt es auch keine Streitigkeiten. Doch die Zukunft steht noch nicht fest. Niemand kann sagen, dass es morgen genauso sein wird wie heute. Was der König damals getan hat, war falsch. Aber ein Gutes hatte es dann doch. Die ultimative Waffe hat doch das Schlechte ihrer Ära vom Antlitz der Welt gefaked. Okay, für Lasho King. Danke, dass du mir zugehört hast. Das ist ein kleines Dankeschön. Ja, wohl das Mindeste. Was für eine flammende Leidenschaft. Seine Reden sind wirklich mitreißend, was? Sie verraten deutlich ihren berechtigten Stolz auf seine Abstammung. Flordelis Worte sind sehr prägnant und in sich schlüssig, aber das muss nicht heißen, dass er auch recht hat. Let's Play Markus, das Wichtigste ist, mit wem du deine Zeit verbringst. Ja, bestimmt nicht mit dem da. Genieße die Zeit, in denen du mit deinem Pokémon die Kalos-Region bereist. Ja, das war jetzt wichtig. Das Möbelstück sieht irgendwie verdächtig aus. So, so. Weltenretter in roten Anzügen, das ist Team Flair. Meister Flordelis, bald haben wir 5 Millionen Pokédollar zusammen. Willkommen im Bistro Flordelis. Was sind das für Fangirls? Für was? Für eine schönere Welt. Okay. Die nächste Holo-Nachricht. Ja, das war ja mäßig spannend, ne? Lange nichts mehr von dir gehört. Ich wollte nur Bescheid geben, dass wir uns alle auf Route 14 treffen. Ja, das macht Sinn. Wird Zeit, diese elende Stadt loszuwerden. Mal sehen, ob wir auf dem Nord- oder Südring rauskommen. Auf dem Plaza. Das macht unverschämt wenig Sinn. Also in eine genau andere Richtung geht's. Über die Sommerallee. Nicht zu verwechseln mit der Sonnenallee. Der Südring. Wir müssen aber auf den Nordring.
Von da aus gibt es die Ausgänge zu Route 14 und zu Route 15. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir zu Route 15 können, ist verdammt gering. Ich würde es aber gerne überprüfen wollen. Route 4. Da kamen wir vor langer Zeit her. Ja, wir haben auch die Großlinse. Wir haben auch die Großlinse und sehr viel wichtigere Sachen gibt es im Augenblick, denke ich mal, nicht zu tun. In Illumina City. Man kann sich noch ganz viele NPCs anhören. Ach, Route 16 sogar. Ja, da wird mich nicht durchlassen, immer noch. Gut, das Spiel will, dass ich auf Route 14 gehe und nichts anderes. Ich weiß es nicht mal genau, den Verlauf, ne, die Reihenfolge. Was ist denn das hier? Kunstmuseum. Können wir einen ganz kurzen Blick riskieren, I guess. Oh, das kostet Geld. Bitte tritt bei der Rezeption rechts ein. Kunst sollte frei zugänglich sein, also verlangen wir auch keinen Eintritt. Möchtest du eintreten? Gegen eine Gebühr von 200 Pokédollar kannst du einen Audioguide ausleihen. Damit erfährst du alles Wissenswertes zu den Gemälden. Na gut. Über die Kästen neben den Gemälden kannst du dir die detaillierten Erklärungen anhören. Viel Spaß bei deinem Besuch. Das ist alles kostenlos. Also, bezahl mal. Der Palastgarten. Aus dem Audioguide ertönt eine Erläuterung zu dem vorliegenden Kunstwerk. Der Garten des Magnum Opus Palastes. Die Pokémon-Statuen ehren die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Pokémon. Das Bild ist Teil einer Reihe, mit der Künstler aus anderen Regionen ihre Landschaftseindrücke von Kalos zum Ausdruck bringen. Romantia City. Ja, da waren wir noch nicht, oder? Die Stadt mit dem feenhaften Charme. In der Mitte steht ein gigantischer Baum, in dem sich die Pokémon-Arena befindet. Das Bild ist Teil einer Reihe, mit der Künstler aus anderen Regionen ihre Landschaftseindrücke von Kalos zum Ausdruck bringen. Wird doch der letzte Satz immer wiederholt. Die Leuchthöhle, die war geil. Ich glaube, das Museum haben wir noch nie gesehen. Eine dunkle und beunruhigend enge Höhle. Das gespenstische Licht wird vom sogenannten Leuchtmoos erzeugt. Die Fluxia-Sonnenuhr. Auch das hatten wir noch nicht. Diese Sonnenuhr reflektiert die Strahlen der untergehenden Abendsonne. Aus unerfindlichen Gründen hat der Maler sie jedoch spiegelverkehrt abgebildet. Wow, mal ist das Bild ganz nah und dann wieder weiter weg. Es heißt nicht umsonst, Kunst liegt im Auge des Betrachters. Was geht oben noch? Mehr Kunst? So ist es. Das Kalos-Kraftwerk. Die Nutzung der im zugänglichen Teil der Erdkruste gespeicherten Erdwärme zur Energieerzeugung leistet einen besonders umweltverträglichen Beitrag zur Sicherstellung der heimischen Stromversorgung. Das vorliegende Werk ist Teil eines Bilderzyklus, der sich der Entwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Kalos widmet. Der Künstler hat sein Gemälde als unterschwellige Parabel auf die Natur des Menschen konzipiert, unter dessen oftmals nichtssagende Außenhülle wahre Leidenschaft brodelt. Nochmal das Kalos-Kraftwerk. Als Heizkraftwerk macht sich das Kalos-Kraftwerk das Verfahren der thermischen Stromerzeugung zunutze, um den Energiebedarf der Kalos-Region zu decken. Das vorliegende Werk ist Teil eines Bilderzyklus, das sich der Entwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Kalos widmet. Die lodernden Flammen der Brennöfen stehen sinnbildlich für die unstillbare Leidenschaft des menschlichen Lebens. Weißt du, gleich zwei Bilder vom Kraftwerk. In welchem Museum siehst du Bilder von deinem Kraftwerk? Das Kalos... oder drei. Die Nutzung von Abgasen aus sauerstofffreier Faulung in Kläranlagen oder Mülldeponien zur Stromerzeugung hat sich zu einem Grundpfeiler der heimischen Energiewirtschaft entwickelt. Das vorliegende Werk ist Teil eines Bilderzyklus, der sich der Entwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Kalos widmet. Neben der energiewirtschaftlichen Nachhaltigkeit schwingt zudem der Wunsch mit, der Nachwelt etwas Dauerhaftes zu hinterlassen, wenn das Individuum seinen letzten Atemzug auf Erden getan hat. Ach ja,
Bilder überdauern ihre Schöpfer, denn Kunst ist zeitlos. Die Pokéballfabrik. Im Zentrum dieses Bildes steht mit der Pokéballfabrik das Rückgrat des produzierenden Gewerbes in Kalos, wo Pokébälle in großer Zahl hergestellt und anschließend in die Region verschifft werden. Das Werk versteht sich als Auftakt zu einem Bilderzyklus, der sich der Entwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Kalos widmet. Zugleich spiegelt sich in der wachsenden Zahl von Pokébällen in diesem Gebilde der Wunsch seines Schöpfers wieder, sich in Freundschaft mit dem Pokémon zu verbinden. Ja, aber nur die Region. Weil normalerweise hätte ich gesagt, die ganzen anderen Regionen sind da auch dabei. Also, oder hat jede Region eine eigene Pokéballfabrik? Ich versuche mir die Motive der einzelnen Bilder bis ins kleinste Detail einzuprägen, sodass ich daheim in Kanto damit angeben kann. Ich meine natürlich so, dass ich mein Wissen mit den anderen teilen kann. Ein echter Kanto-Pausenclown. Welch ein Jammer. Dabei hatte er sich schon so darauf gefreut, sich die Bilder hier anzusehen. Wir sind eigens aus Kanto angereist, um für unsere Abschlussarbeit zu recherchieren. Doch einer unserer Kollegen hat Magenschmerzen und hängt schon seit einer halben Ewigkeit auf dem Klo. Guck mal, Shaman. Shaman, das Pokémon der Dankbarkeit. In einigen Regionen verleihen die Menschen ihre Dankbarkeit zu besonderen Anlässen wie Geburts- oder Jahrestagen dadurch Ausdruck, dass sie einander aus Crassidea zusammengestellte farbenfrohe Blumensträuße überreichen. Das vorliegende Gemälde schuf der Künstler als rührendes Andenken an seine verstorbene Mutter. Mr. Prax Mitgefühl. Wirklich anderen Regionen. Dieses bewegende Werk lenkt die Aufmerksamkeit des Betrachters auf ein fliegendes Pokémon, das neben dem Boot eines alten Mannes im Wind segelt. Bei dem Mann handelt es sich um Mr. Prack. Das Wingull gehört auf den Namen Pekko. Also, hier Höhenregion. Hier Sinnoh-Region. Gute Seelen aus einem Großstadtdschungel. Was ist damit gemeint? Oder wen sieht man da? Das sind doch Pensionsleiter, oder? Das Gemälde zollt freiwilligen Helfern Tribut, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Pokémon frei von Entgelt zu säubern und mit Nahrung zu versorgen. Das Kunstwerk stellt somit ein auf die Leinwand gebanntes Loblied auf die einenden Bande zwischen den Pokémon und all jenen Menschen dar, denen es durch ihren unermüdlichen Einsatz gelingt, als Vermittler zwischen den Welten zu fungieren. Ist ja riesig hier, was zur Hölle? Das hört nicht auf. Das ist ebenfalls die Sinnoh-Region. Das ist Arenaleiter Veit, oder? Gegenstand dieses Werks der naturalistischen Schule ist die Ausgrabung eines Fossils durch einen Mann und sein Pokémon-Team in den unterirdischen Gängen der Sinnoh-Region. Dem Gemälde gelingt es auf eindrucksvolle Weise, den Augenblick der Bergungsfreude mit einigen ausdrucksstarken Pinselstrichen festzuhalten und dem Betrachter glaubhaft zu vermitteln. Fossilienbagger. Ja, ist eher der Untergrund, aber das ist halt trotzdem der Veit, oder? Jeder Versuch, die Schönheit eines Gemäldes in Worte zu fassen, geschieht zulasten der Anmut des Kunstwerkes. Hier wird doch ein Bild von mir gemalt. Was? Hier wird doch ein von mir gemaltes Bild ausgestellt. Toll, oder? Oh, hallo, Bluto. Die Kampfmetro von Einall. Das sprüht doch alles nur vor Lebendigkeit. Ja, hab ich erst Let's Played, ne? War stark. Die Kampfmetro mit Hin und Her. Schauplatz der lebhaften Szenerie dieses Gemäldes ist die Kampfmetro, einer der diversen Austragungsorte für Pokémon-Kämpfe in Einall. Es handelt sich um das vorerst letzte Werk des bezeichneten Künstlers, der den Reizen seines Steckenpferdes, des Pokémon-Kampfes, erlegen ist und sich infolgedessen von der Kunstszene verabschiedet hat. Noctu, aber was ist für ein Mann? Waldwächter? Diesem Gemälde liegt eine interessante Geschichte zugrunde. Es heißt nämlich, dass Noctu die Fähigkeit besitze, 7 unterschiedliche Versionen der Zukunft vorherzusehen, die es mischt, um anschließend eine von diesen auszuwählen. Um die Entstehung dieser Geschichte ist wohl dem Umstand zuzuschreiben, dass Noctu seine Umgebung selbst in stockfinsterer Nacht noch bestens wahrnehmen kann. Aber wer ist der Waldwächter? Wisst ihr, was cool wäre? Wenn man hier diese Rückblicke hat auf frühere Generationen und Regionen, das ist halt schon mal einen... Also, guck mal, was ist, wenn in der 10. Pokémon-Generation auf einmal der Waldwächter mit seinem Noctu kommt? Das wäre stark. Wisst ihr, wie ich meine? Dieses Wandstück ist noch recht kahl. Dieses Wandstück wird in Bälde ein Historiengemälde zieren, das sich thematisch mit Carlos' glorreicher Vergangenheit befasst.
Jetzt auch runter. Dann setzen wir uns einfach mal, ne? Wow, so sieht ein Künstler also das Meer. Das Meer von Carlos. Diese detailverliebte und auf eine haargenaue Abbildung der Wirklichkeit zielende Darstellung einer Szenerie nahe Tempera City in der Carlos-Region steht in Konzeption und Umsetzung stellvertretend für den Siegeszug des Realismus in der Malerei im Besonderen und der Kunst im Allgemeinen. Golgantes und der Ritter. Im Zentrum dieses Werks aus der Hand eines Meisters der romantischen Schule sehen wir einen Ritter in strahlender Rüstung, der in Begleitung seines getreuen Gefährtes Golgantes in die Lande durchstreift. Man beachte die explizite Wiedergabe einzelner Details, wie etwa das schmerzverzerrte Gesicht unseres Ritters, aus dem sich die Entbehrungen und Qualen seiner jahrelangen ziellosen Wanderschaft auf vortrefflichste ablesen lassen. Seine Majestät und Mew. Was? Da unten ist Mew tatsächlich. Von diesem Gemälde heißt es, der damalige Herrscher habe den Künstler angewiesen, ihm das mysteriöse Pokémon Mew zur Seite zu stellen, um seiner Macht noch bildgewaltigeren Ausdruck zu verleihen und seinem Ruhm im ganzen Reich zu mehren. Achso, das ist also Fake, der Mew war gar nicht da. Bauern und Pokémon. Gegenstand dieses vor rund 80 Jahren geschaffenen Stellvertreters der naturalistischen Strömung ist eine von zahlreichen Pokémon und Bauern bevölkerte friedliche Landwirtschaft. Landschaft. Ein Schloss in Carlos. Zu der Zeit, als der Magnum Opus Palast errichtet wurde, schufen die Angehörigen des Hofadels auf ihren ausgedehnten Landgütern Glanzlichter auf, dem Gebiete der damaligen Baukunst, die den staunenden Besucher unserer Zeit als steinerne Zeugnisse hochherrschaftlicher Selbstdarstellung und Prunksucht in ihren Bann schlagen. Das vorliegende Werk, dessen Schaffenszeitraum sich mit dem Höhepunkt adeliger Prachtentfaltung deckt, gewährt uns einen eindringlichen Einblick in jede scheinbar sorgenfreie Zeit, in der einzig das Streben nach Schönheit dem menschlichen Sinn Leben Sinn zu geben schien. Eine Skizze einer Windmühle. Aus dem Audioguide, ja, dieser Entwurf stammt von einem auf dem Gebiet der Malerei, Baukunst und Technik bewanderten schöpferischen Geiste, auf den das oftmals allzu leichtfertig Verwendung findende Attribut eines Universalgelehrten geradezu zugeschnitten zu sein scheint. Den Bauherren der Windmühle in Frescora dient der Entwurf im Übrigen als Blaupause. Ich glaube, wir haben's. Er hat jetzt den Rahmen gesprengt, tut mir leid, an alle, die es langweilig fanden. Ich fand's, kann man mal machen. So fand ich das, nämlich mal zeigenswert. Das sind die Kraftwerke, da waren wir schon. Habe ich noch nie gesehen. In den alten Let's Plays. Oder auf jeden Fall nicht vorgelesen. Hier ist noch mehr. Stratos City. Die Einalregion. Verschiedenste Menschen und Pokémon kommen in dieser Region zusammen. Wie ein Schmelztiegel macht sie aus allen eins, daher auch der Name Einall. Die Kampfzone der Sinnoh-Region. Bei der Kampfzone handelt es sich um eine im Kampfareal der Sinnoh-Region befindliche Einrichtung, die ganz der Leidenschaft für Pokémon gewidmet ist. Mit Kampfpalais, Kampfsaal, Kampfarkaden, Kampffabrik und Duellturm öffnen insgesamt 5 verschiedene Einrichtungen ihre Pforten für kampfbegeisterte Trainer. Wie schön. Doch nicht vor all den Leuten. Was? Was war da getan? Du scheinst mir nicht aus Chaos zu stammen. Bist du vielleicht erst vor kurzem hierher gezogen? Das lobe ich mir. Hier, ein Willkommensgeschenk. Einfach mal Drachenrute geschenkt. Drachenrute ist eine Attacke, die dem Gegner Schaden zufügt und ihn vom Feld schleudert. Mein Partner hat sie im Dorf der Drachen erlernt und jetzt kannst auch du sie einsetzen. Ich werde sie Turtok nicht beibringen. Johto! In dieser Region ranken sich viele Legenden und Folklore um die Pokémon. Ich bin die Kuratorin dieses Museums. Ich organisiere Ausstellungen und kümmere mich um die Akquise unserer Kunstwerke. Findest du nicht auch, Akquise klingt ein bisschen wie der Name eines Pokémon? Okay, hier waren wir. Wäre witzig, wenn die Übersetzer irgendwie sich dachten, Akquise, was für ein Pokémon war das doch gleich? Dadurch ist dieser Gag entstanden. Ja. Ich habe doch alles angeguckt. Vergeht die Zeit wie im Flug. Ich
glaube, ich muss ins Pokémon-Center. Ich glaube, ich bin nicht geheilt. Nach dem Arena-Kampf im letzten Part. Ja, kann man mal machen. Wenn die so ein bisschen Liebe und Detail reinstecken auf diese Art und Weise, dann soll mir das absolut recht sein. Oh, ein Hololog. Diese Geräte werden im Labor von Flordelis entwickelt, nicht wahr? Der Prismaturm ist das stolze Wahrzeichen der strahlenden Hauptstadt Illumina City. Aber er erleuchtet nicht zwingend jeden Pokémon-Trainer. Alba vom Illumina Verlag weiß wirklich alles über Illumina City. Peil-Item haben wir ja noch genug gekauft. Wir gehen jetzt mal, ne? Wahrscheinlich treffen wir jetzt die Pappnasen. Die Ziffern über den Toren zeigen an, zu welcher Route sie führen. Dieses hier führt zur Route 14. Mit den Leuten haben wir schon geredet. Lässt mich jetzt vorbei. Um Illumina zu einem noch schöneren Anblick zu machen, wurde die elektrischen Leitungen unterirdisch verlegt. Neosun LPM! Du bist aber schnell. Ist gelogen. Hallo, Neosun LPM. Wir haben gerade verglichen, wie weit wir den Pokédex schon ausgefüllt haben. Natürlich habe ich gewonnen. Das Vervollständigen des Pokédex überlasse ich euch, Trovato. Ist doch sonst voll langweilig, wenn alle dasselbe tun. Neosun LPM, wenn wir wieder vergleichen, wollen wir wieder vergleichen, wie viele Pokémon wir schon entdeckt haben? Lass uns diesmal einen Blick auf den Kalos-Gebirgs-Pokédex werfen. Auch eine Art von Pokémon-Kampf, was? Also, Neosun LPM, du bist bisher 46 Pokémon begegnet. Dagegen komme ich nicht an, ich habe verloren. Mensch, das ärgert mich jetzt aber. Es gibt wirklich eine ganze Menge Pokémon hier in Kalos, was? Ja, jetzt bin ich an der Reihe. Let's play, Markus, ich fordere dich zu einem Pokémon-Kampf heraus. So, in der Art habe ich mir schon gedacht. 6 Pokémänner! Willst du mich hops nehmen? Der Priegeron... Hab ich nicht. Da ist Psycho mit drin. Ich mach mal Biss. Gegen Spezialattacken. Biss ist keine Spezialattacke. Ich mach auch Mega-Entwicklung. Was soll der Geiz? Der hat 6 Pokémon. Das könnte eine längere Geschichte werden. Den nehme ich ernst. Ah, er kann Donnerblitz. Das sieht Starmie ähnlich. Der kann sowas irgendwie ziemlich häufig. Das ist doch ein probates Mittel. Ja, Luxtra ist natürlich vernünftig für dich. Wen setze ich da ein? Priegeron. Luxtra, Monotyp, Elektro. Und ich habe keine Bodenattacke. Ich bräuchte mal eine. Mal sehen, ob das ein Two-Hit-Kill wird. Nicht ganz. Also als nächstes der Holzhammer. Spezialangriff sinkt stark. Wollte mal sicher gehen, ne? Mit Physisch und Spezial vertust du dich ein bisschen. Er hat's wirklich überlebt. Erzähl mir keinen Scheiß. Warum? Warum immer er? Der ist noch Typ Wasser, das machst du nicht. Algit soll nicht sterben. Der kann sich entwickeln. Der steht, ist vermutlich auf dem Thumbnail drauf. Ich sehe ihn auf dem Thumbnail, glaube ich. Was soll ich denn sonst? Was soll ich sonst tun, Freunde? Luxor ist auch ein Hübschi, ne? Das kann man definitiv mal machen. Kann man maken. Da ist die 48. Müsst ja sogar mal eine Sache gucken. Ob der irgendwas lernt auf 48. Ich hätte ungern, dass er was nicht lernt. Weil er den zu hohen Level erreicht. 6. Generation erlernt. Drachenpuls auf 49. Ja. Und ja, Timmy, ich habe das leider nicht auf sofort dabei.
Aber ich gehe jetzt einfach mal vom PokeWiki aus. Er kann Drachenpuls früher lernen. Haben wir Drachenpuls nicht sogar... Hä? Haben wir nicht als TM gehabt? Ja, witzig. Wir haben, glaube ich, die Drachenpuls TM, oder? Und er kann es nicht per TM lernen, aber durch Level Up? Ist ja witzig. Also ich habe nie drüber nachgedacht, aber ich hätte vermutet, dass... Attacken, die du per Level Up lernen kannst, wenn es sie als TM gibt, dass du die auch lernen kannst. Verstehst du? Da kann die nur per Level Up lernen und nicht anders. Das finde ich irgendwie... Das finde ich weird. Ja, ich habe viele offene Rechnungen in nächster Zeit, ne? Ich muss die nächsten Orte erreichen. Muss man Attackenlerner oder Attackenerinnerer und Verlerner. Die beiden brauche ich. Mal sehen, wie schnell wir da hinfinden oder wie langsam. Da wird ein bisschen was zurechtgerückt. Und ich bin noch unsicher, wann wir unser nächstes Teammitglied finden. Hoffe ja bald. Aber ich bin ein bisschen unsicher auch. So, ein Feuer-Pokémon. Habe ich da nicht einen Mega-Turtok? Ich glaube, wir haben hier einen Mega-Turtok, Mann. Das ist ja ganz schön Ohrenschmalz, mein Freund. Tu nicht Kampf. Tu mal nicht so. Hat wehgetan, gebe ich dir. Aber das tut auch weh. Levelkurve ist halt schon exorbitant, ne? Wir sehen das. Knackrack. Habe ich nicht Eis? Bin ich doof? Ich habe Eis, oder? Oh, der ist schneller. Das ist schade. Weil sonst wäre es natürlich ein Ding gewesen. Ja, scheiße. Freunde. Togekiss macht einen guten Job, ne? Da kommt der Drachenpuls, wie gewünscht. Oder wie gesagt. Also, wir sind ja... mit Algit... spezial. Das heißt, es macht schon sehr viel Sinn. 85, 100. Eventuelle Paralyse. Die Paralyse fällt hier zwar weg. Matschbombe bleibt, Toxin bleibt. Drachenpuls ist bessere Feuer-Odem. Leute. Und deswegen machen wir das so und nicht anders. Bisaflor. Ach, der ist doch... Ja, ja, Entschuldigung. Hab nicht mitgedacht, ich denke an Pflanze und Gift. Ah, weißt du was? Ja, wieder Mega-Bisaflor nach der vierten Arena. Kann er vergiftet werden, weil er ist ja selbst Gift. Holy shit. Das ging mal richtig in die Hose, weil ich kurz vergessen habe, dass der Typ Gift ist. Ich wollte mit Gift auf Pflanze, aber... Wir müssen uns was einfallen lassen gegen den. Was lassen wir uns einfallen? Schade. Also wir sind schneller. Wir müssen eigentlich die Hypnose, muss einfach klappen. Ne?
Weil auf Gift ist halt Psycho sehr effektiv. Und eigentlich würde ich sagen, da in die Ecke gehen wir, ne? Ein bisschen unangenehm gerade. Also im Wrestler Dero. Respekt. Ich bin heute mal wieder auf dem falschen Fuß erwischt worden. Ich würde sagen, Wrestler Dero gibt bestenfalls mal alles. Kampf wird es nicht sein. Weil der Kampf mit drin steckt. Dann flieg und Sieg, aber wird das reichen nicht? Ich fürchte nicht. Ungefähr so habe ich mir es halt vorgestellt. Ja, da soll man nicht ins Schwitzen kommen. Also ich würde sagen, für Algit tut mir leid wegen den EP, aber muss zusehen, dass das hier noch was wird. Muss mit Psycho angreifen. Ich wollte auf Nummer sicher gehen und Canamanero vorher komplett heilen. Ja, das ist ein bisschen, ne? So ein Ding. Hab kein Feuer-Pokémon. Hätte auch vorhin... Ich glaube, wenn ich vorhin statt auf Hypnose auf Psycho-Klinge gegangen wäre, wäre schlauer gewesen. Man lernt nie aus. Mit dir zu kämpfen macht wirklich Spaß, aber ständig zu verlieren kratzt an meiner Ehre. Gut, dann genießen wir noch die Entwicklung. Algit entwickelt sich. Und ich sehe, wie lang dieser Part ist. Tja, Museum und der Kampf haben sich gezogen. Ansonsten haben wir gar nicht so viel gesehen. Deswegen ist ein 38-Minuten-Part dann vermutlich angebracht. Und diese Entwicklung von Algit zu Tantrak, ne, der jetzt von Giftwasser zu Giftdrache wird, höchste Zeit, legitimiert das Thumbnail, würde ich sagen. Toller Kampf, ihr zwei wollt es aber echt wissen. Danke, Senna. Mir ist mitten im Kampf aufgefallen, dass du auf einmal zusiehst. Wo ist eigentlich Tierno? Der ist beim Kampf-Dojo. Echt beim Kampf-Dojo? Tut mir leid, Leute. Ich war so in meine Kampftanz-Performance vertieft, dass ich total die Zeit vergessen habe. Und, Tierno, hast du geeignete Pokémon für dein Tanzteam gefunden? Ja, das habe ich. Das Tanzteam meiner Träume nimmt mehr und mehr Form an. Super, das freut mich für dich. Ach ja, hört alle mal her. Ich möchte unbedingt zu diesem gruseligen Haus gehen. Das in der Nähe von Romantia City? Du meinst sicher wegen dieser Gerüchte? Genau, kommt schon. Gehen wir los und sehen nach, was in den Gerüchten dran ist. Also ich muss passen. Mehr als Gerüchte sind das doch sowieso nicht, oder? Ich wollte mir eh noch Zeit für meine Pokémon nehmen, bevor ich Romantia City ansteuere. Okay, bis dann und ciao. So, und dieses Haus soll wirklich so gruselig sein, ja? Also ich sehe mir das auf jeden Fall an, Tierno. An den meisten Gerüchten ist schließlich auch ein Fünkchen Wahrheit dran. Ach ja. Du wolltest es sehen und bist jetzt auch die Letzte, die geht, ne? Oh, und dann nimmst du eigentlich diese Reise mit, Markus. Was ist deine Motivation? Alle hängen sich richtig rein und haben eine Menge Spaß auf ihrer Reise. Bei mir dreht sich alles um Erinnerungen. Ich reise, damit ich später immer viele tolle Erlebnisse zurückblicken kann. Naja, aber das nur am Rande. Die quatschen immer, wenn es am unnötigsten ist. Ist euch das mal aufgefallen? Damit ist dieser Part verdammt lang. Wir gehen in den gruseligen Wald, ins gruselige Haus, im nächsten Part. Und weil der Part schon so lang ist, würde ich sagen, bis dann und ciao.